Hallo und herzlich willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie man eine solche Plexiglaskuppel aufbaut. Nun, wozu ist so eine Plexiglaskuppel da? Natürlich, um ein Objekt zu schützen, wie man hier schön sehen kann, in dem Fall der Big Millennium Falcon. Und diese Plexiglaskuppeln habe ich deswegen konstruiert, weil das Objekt soll A natürlich vor Umwelteinflüssen geschützt werden, also zum Beispiel vor UVA und UVB-Strahlung. Vor Staub soll das ganze Objekt natürlich auch geschützt werden, weil Staubputzen ist nicht mein Hobby. Und zum Dritten soll eigentlich das Objekt auch gegen Anfassen geschützt sein. Man kennt das ja, man hat ein Objekt ausgestellt, es kommt Besuch und was ist das Erste, was passiert? Oh, zeig mal her und lass mal schauen. Grundsätzlich ist das auch nicht so schlimm, aber ich möchte es eigentlich vermeiden, dass das ohne meine Erlaubnis passiert oder wenn ich mal nicht da bin. Deswegen sind die Objekte unter Plexiglas besser aufgehoben, weil einfach ich dann keine Sorge haben muss, dass man das Objekt runterschmeißt. Diese neue Plexiglaskuppel, die kommt für den AT-AT in Betracht. Den habe ich mir ja in letzter Zeit zugelegt. Wer meine Videos verfolgt, wird das vielleicht auch gesehen haben. Und diese Plexiglaskuppel, die soll da hinten in der Ecke aufgebaut werden. Ich werde nicht alle Arbeitsschritte zeigen, die ich für diese Plexiglaskuppel benötige, aus dem einfachen Grund, bei mir habe ich einen speziellen Fall, da das hinter die Couch soll, muss diese Plexiglasplatte natürlich auf einem bestimmten Level sein. Das werde ich folgenderweise erreichen, indem ich Winkel an die Wand anbringe und dann die Grundplatte auf diese Winkel aufbringen werde. Festschrauben werde ich sie nicht, das heißt, die Winkel werden schon an der Wand festgeschraubt, aber an der Grundplatte brauche ich das nicht, weil die Platte ist schwer genug, die bewegt sich auch nicht. Das, was ich noch brauche, ist hier unten ein Tischbein. Und das Tischbein ist dafür da, weil ich habe nur die Möglichkeit, an der Wand und an der Wand Winkel anzubringen. Und deswegen brauche ich für die letzte Ecke auch noch ein Tischbein. Wie man hier vielleicht schön sehen kann, habe ich diese Platte auch noch mit einem Aluminiumumleimer versehen lassen. Und zwar habe ich das im Baumarkt gemacht. Die Jungs, die können ganz schön auf Maß sägen und die haben diese Umleimermaschinen gleich da und können diesen Umleimer dementsprechend auch sofort dranbringen. Nun, was brauchen wir noch? Ich habe hier einmal eine sogenannte U-Clamp. Diese U-Clamp ist eigentlich nichts anderes als ein U-Profil aus Aluminium. Und dieses U-Profil, das wird nachher hier unten aufgebracht. Und hier kommen dann die Plexiglasscheiben rein, die auch 6 mm stark sind. Dann habe ich hier noch ein sogenanntes H-Profil. Das H-Profil ist nachher dafür da, dass es die Seitenteile mit dem Deckel verbinden. Das kann man hier schön sehen, das ist auch so ein H-Profil. Und hier wird einfach nachher diese beiden Plexiglasplatten miteinander verbunden. Was brauchen wir an Werkzeug? Letztendlich nicht viel. Wir bräuchten eine Metallsäge. Wir bräuchten, klar, Bleistift, Zollstock, das kann ja nie schaden. Ich werde nachher nochmal eine Wasserwaage holen, damit ich das da hinten in Waage anbringen kann. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch das Zusatzmaterial Plexiglas. Das habe ich auch im Baumarkt zuschneiden lassen. Und als Besonderheit kommen links und rechts nochmal zwei Spiegelplatten rein. Diese Spiegelplatten sind dafür da, dass man dann sozusagen das Objekt auch von der Seite sehen kann. Viel mehr ist hier nicht notwendig. Ich mache es tatsächlich so, dass ich diese Teile erst einmal grob auf Maß schneide. Das werde ich mit der Flex tun. Und dann habe ich mir eine kleine Bandsäge gegönnt. Und mit der Bandsäge werde ich das dann auf Maß schneiden. Aber wie gesagt, einfache Metallsäge würde auch reichen. Und das ist dann eigentlich auch schon alles an Werkzeug, was wir brauchen. Abgesehen natürlich vom Bohrer, Bohrmaschine, Dübel. Aber die gehören nicht direkt zur Glaskuppel. Gut, dann würde ich sagen, ich werde einmal die Vorarbeiten leisten, werde also schon mal die Winkel anbringen. Und dann werden wir mit dem Aufbau der Glaskuppel beginnen. Ich habe die Winkel jetzt an die Wand angebracht
und provisorisch einmal schon die Grundplatte auf die Winkel aufgelegt. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist tatsächlich das Tischbein anzubringen, weil ich möchte hier gleich auf der Platte nachher diese Winkel anzeichnen. Deswegen werde ich gleich mal die Platte wieder aus der Ecke rausholen und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier haben wir jetzt die Bodenplatte wieder und hier sind auch meine drei Schienen, die ich gleich zurechtsägen möchte. Damit ich die korrekt zurechtsägen kann, muss ich natürlich erstmal das Maß abnehmen. Und zwar werde ich das folgenderweise machen. Ich lege einfach die Schiene so an, wie ich sie brauche. Ich werde sie auch genau so anlegen, dass der Umleimer sozusagen noch über diese Schiene herausguckt. Dann werde ich mir hier das Maß abnehmen. Natürlich darf das Ganze nicht verrutschen. Und werde mir das einmal aufzeichnen. Da immer zwei von diesen Schienen gleich gesägt werden müssen, kann man auch Folgendes tun. Ich lege die Schienen hier mal auf die Seite mit der Unterseite gegeneinander und werde sie jetzt festkleben. Dann kann ich sie in einem Stück sägen und dann werden sie auch beide gleich lang. Das gleiche passiert jetzt auch mit den Zwischenstücken. Ich nehme das kleinere Stück. Das heißt, wenn ich jetzt diese beiden Schienen zurechtgesägt habe, ich mache das mal so nicht, lege die mal hier hin, werde ich dann die kleine Schiene hier nehmen und sozusagen hier zwischen das Maß auch mit abnehmen. Danach werden die auch doppelt gesägt, dann spare ich mir einen Sägegang. Ich habe jetzt die beiden Aluschienen einmal zusammengeklebt und habe mit einem solchen Winkelmaß hier an meiner Markierung eine gerade Linie gezogen, damit ich nachher auch weiß, wo ich sägen muss. Ich werde sozusagen erst einmal mit der Flex grob sägen und nachher mit meiner Bandsägemaschine den Feinschnitt vornehmen. Das gleiche wird auch mit den seitlichen Kleinteilen passieren. Das werde ich aber nicht vorführen, weil da wird hier diese eine Schiene reichen. Diese beiden Aluschienen sind bereits jetzt zur Pass gesägt worden. Ich werde jetzt das Klebeband hier noch einmal entfernen. Und werde diese beiden Schienen jetzt hier auflegen. Dazwischen wird dann die kleinere Schiene gelegt. Das ist noch so ein Reststück, ne? Das ist original nicht ganz so groß, aber das macht hier auch nichts. Ich möchte jetzt einmal anzeichnen. Entweder wir messen den Abstand von hier nach da aus, oder aber wir zeichnen sie hier gleich in situ an. Das heißt, wir können sie hier anlegen und dann einmal mit einem Bleistiftstrich die Längen abnehmen. Das werde ich jetzt einmal machen. Dazu muss ich hier nur einmal auf die Seite rauf gucken und die beiden Schienen natürlich dann genau hinlegen. Aber man sieht schon, wie das ganze System nachher sein soll. Diese beiden Schienen werden die Plexiglasscheibe aufnehmen. Und die kleine Scheibe, die ich hier habe, Entschuldigung, die kleine Schiene, die ich hier habe, die wird nachher die Spiegelfläche aufnehmen. Genau hingelegt. Das soll ja anschließend auch passen. Auf der anderen Seite gucke ich mir das sicherheitshalber auch noch einmal an, dass die Breite wirklich stimmt. Dafür werde ich mir das Ganze hier auch noch einmal hinlegen.
ist richtig. Gut, diese beiden schon zurechtgesägten Schienen packe ich mir einmal weg, damit sie bei der Bearbeitung auch nicht zerkratzen. Denn das wäre unschön, wenn man auf so einer Aluschiene nachher einen Kratzer drauf hätte. Nun sind auch die beiden kleinen Schienen zurechtgeschnitten. Und was jetzt kommt, ist eine etwas fummelige Arbeit, weil wir müssen jetzt auf diese Schienen hier hinten doppelseitiges Klebeband aufbringen. Das werden wir folgenderweise tun, indem wir einmal doppelseitiges Klebeband nehmen. Und hier drauf die erste, ja, das sollte dann nicht passieren. Aber wie schon gesagt, nicht gerade die einfachste Arbeit, wenn man nur zwei Hände hat, aber vier bräuchte. Daneben klebe ich dann anderen Schienen. Und zwar immer so, dass die gut auf Stoß liegen. Denn nachher werde ich mit einem Cutter hier einmal zwischenfahren und dann habe ich an den Schienen jeweils immer mein doppelseitiges Klebeband. Einmal Cutter, einmal das Klebeband hier grob abschneiden. Der Rest kann wieder aufgerollt werden. Und nun wollen wir diese Schienen sozusagen wieder trennen. Ja, wie ich sehe, sowas darf natürlich nicht passieren, dass Wellen drin sind. Das heißt, ich werde versuchen, dieses doppelseitige Klebeband nochmal abzunehmen. Das ist in der Tat nicht ganz so einfach, weil extra stark. Ja, und man sieht auch schon, das Klebeband kann man nicht mehr verwenden. Das können wir einmal komplett abnehmen. Wie schon gesagt, die einfachste Arbeit, das Klebeband darauf zu bekommen. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Solche Reste müssen natürlich dann entfernt werden. Und ich werde jetzt einmal versuchen, das Klebeband einfach von oben anzusetzen. Auch hier habe ich schon wieder eine Welle drin.
sieht das Ganze schon etwas besser aus. So, dann nochmal abschneiden. Zweiter Versuch. Was will ich jetzt machen? Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Einmal will ich jetzt hier zwischen trennen. Das heißt, jetzt müssen wir einen Weg hier reinfinden. Herunterschneiden. Für die anderen werde ich das gleich machen. Ich werde das jetzt hier nochmal exemplarisch zeigen, was ich eigentlich vorhabe. Da hier ja noch Klebematerial übersteht, werde ich das Klebematerial jetzt hier auch noch einmal abnehmen. Und das gleiche mache ich dann für die zweite Seite auch nochmal. Werden wir allerdings vorher eine neue Klinge holen. So, nachdem ich jetzt die Stangen alle so bearbeitet habe, dass hier unten die Klebefläche ist, muss ich natürlich nur noch das Ganze einmal abnehmen. Und werde jetzt zuerst die großen aufsetzen. Und dann die beiden kleinen hinterher und zum Schluss wieder die großen. Hier wird sich jetzt auch erweisen, ob man richtig gesägt hat.
Und so sollte dann das Endergebnis aussehen. Nun habe ich das Bein auch hier einmal dran gebracht und damit ist die untere Bodenplatte fertig. Nun habe ich den AT-AT einmal Probe sitzen lassen. Da hinten in der Ecke steht er. Was jetzt noch kommt, sind natürlich die Plexiglas-Seitenteile plus die Schienen, die dazukommen, also sprich die H-Schienen, die dazukommen. Das werde ich aber morgen machen, weil heute ist schon zu spät. Also dann, bis morgen. Der nächste Tag ist da und ich habe auch schon mal die Zeit genutzt. Ich habe schon die Haarprofile zurechtgeschnitten, wie man sieht, 4 mit der gleichen Länge, 2 mit der gleichen Länge und nochmal 2 mit der gleichen Länge. Diese beiden Profilteile kommen an den Deckel und diese Profile sind nachher für die Seiten gedacht. Dazu werde ich jetzt erst einmal die Plexiglasplatte für den Deckel holen und dann können wir uns einmal anschauen, wie diese Profile angebracht werden. Danach werde ich die Plexiglasplatten holen für die Seitenteile. Das wird da hinten etwas fummeliger werden, weil da müssen wir tatsächlich in situ arbeiten und dann die Scheiben einsetzen. Werden wir dann aber noch sehen. Hier haben wir die Plexiglasscheibe und nun werde ich einmal die Winkel anbringen. Und zwar sind das erstmal diese langen Winkel. Diese langen Winkel sind tatsächlich genauso lang wie die Plexiglasscheibe selbst. Heißt also, zieh fest hier die Plexiglasscheibe schön ein. Die kurzen Winkel kommen jetzt an die Seite. Und damit wäre dann der Deckel fertig. Den können wir jetzt erstmal zur Seite packen und ich werde jetzt die Seitenteile mit dem Winkel versehen und hinten mit reinpacken. Das ist die hintere Seitenscheibe und die werde ich jetzt mit diesen Profilen versehen. Und sehe auch, dass da noch ein bisschen Staub dran ist. Am besten ist natürlich, wenn man die Scheibe vorher putzt, weil nachher ist das Rankommen an diese Scheibe etwas schwierig. Und damit ist die hintere Scheibe drin. Fehlen jetzt noch die Seitenscheiben. Das sind ja meine Spiegelscheiben, die ich hier habe. Und die Spiegelscheiben kommen jetzt hier auch einmal eingefasst.
und dann muss die ganze Box noch befüllt werden. Nachdem ich das Stillleben installiert habe, habe ich die Vorderplatte eingesetzt und den Deckel oben drauf gepackt. Und so ist der AT-AT nun wunderbar geschützt. Ich zeige euch das nochmal im Detail. Ich hoffe, mein kleines Selbstbauprojekt hat euch gefallen und wenn ihr Kommentare oder Anmerkungen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch meinen Kanal abonnieren oder aber ihr aktiviert die Glocke, dann entgehen euch auch keine zukünftigen Videos mehr. Und so würde ich sagen, bis denn und schöne Grüße aus der Quantum Storms Star Wars Collection. Tschüss.